heute gibt es mal wieder Linsensalat. Und den möchte ich euch auf keinen Fall vorenthalten, weil der schmeckt durch das gebratene Gemüse richtig gut. Und alles, was wir dazu benötigen, sind 200 bis 250 Gramm braune Linsen, einige Lorbeerblätter, eine Zwiebel, eine kleine Zucchini, zwei Möhren, eine Paprika, rote Beete. Ich habe jetzt hier die vorgegarte genommen, diese vakuumierte. Dann etwas Apfelessig, Salz und Pfeffer. Und einen guten Teelöffel Kokosöl. So, als erstes setze ich mal die Linsen auf. Die habe ich abgewaschen. Gebe die dann da rein. Gebe die Lorbeerblätter da rein in den Topf. Gebe dann Wasser drauf und dann Deckel drauf. Und dann lasse ich die so 25, 30 Minuten garen. Da müsst ihr mal auf die Packungsanweisung gucken. Das kommt immer drauf an, was ihr für Linsen habt. Ja. Das Gemüse schneide ich erstmal klein. Jetzt habe ich hier Zucchini. Dann habe ich hier meine Möhren. Zwiebeln. So. Die rote Beete, die könnt ihr dann schneiden, während das Gemüse anbrät. Schaltet ihr einfach die Herdplatte ein und gebt das Kokosöl hier in die Pfanne rein. Wenn das Kokosöl dann geschmolzen ist, dann könnt ihr das Gemüse einfach hier so reingeben. Und anbrutzeln, bis die Möhren weich genug sind oder bissfest sind, wie ihr sie eben mögt. Immer mal gut durchrühren und dann schaltet euch gleich wieder ein. So, das Gemüse ist jetzt soweit fertig gebraten. Ich habe jetzt noch die rote Beete dazu, um das ganz kurz zu erwärmen. Und ja, die habe ich gerade einfach nur umgehoben. Und jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Linsen fertig sind. So, die Linsen, die sind jetzt weich. Die gebe ich jetzt so, wie sie sind. Die habe ich jetzt abgespült. Und gebt die jetzt in die Schüssel und dann gebe ich direkt schon mal den Essig dazu. Schon mal Salz und Pfeffer. Und dann kommt das ganze Gemüse hier noch dazu. So, und dieser Salat, der passt richtig gut zum Winter, finde ich. Das Ganze jetzt noch vermischen. Dann nochmal mit Salz und Pfeffer abschmecken. Könnt auch noch Kräuter mit rangeben, wenn ihr das mögt. Hier die Lorbeerblätter, die könnt ihr rausfischen. Da haben wir noch eins. Schmeckt dann, ist dann kein so schönes Mundgefühl. Und das war es auch schon. Wenn euch dieser winterliche Linsensalat mit gebratenem Gemüse gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Schreibt mir das in den Kommentaren. Ansonsten gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye!